Wir überfliegen die nördlichen Rocky Mountains und haben eine sehr gute Sicht auf die schneebedeckten Berge. Der Flug geht problemlos über die Bühne und ich erreiche die letzte Station der Reise, Vancouver in British Columbia. Vancouver ist eine sehr europäisch anmutende Stadt, die ich bei dieser Tour bereits zum dritten Mal sehe. Ich muss sagen, hier fühle ich mich richtig wohl. Die Menschen sind freundlich, es gibt das Meer, die Berge, den Stanley Park, die Wolkenkratzer sind keine riesen Monster und es gibt noch vieles zu entdecken. Darum verabrede ich mich mit Durch und Trommer, um etwas Begleitung zu haben. Wir fahren zum Capilano Canyon, denn wir wollen etwas Nervenkitzel haben. Hier ist die wackelige Capilano Suspension Bridge. Sie überspannt in 70 Metern Höhe den Capilano Canyon. Angeblich ist sie mit 137 Metern die längste Fußgängerhängebrücke der Welt. Sie wurde 1899 erbaut. Nördlich davon besichtigen wir die Capilano Salmon Hatchery, wo Lachse in der Lachsleiter zu beobachten sind. Und wie der Zufall es will, sehen wir einen beim Sprung. Mit der Seilbahn Skyride fahren wir auf den 1100 Meter hohen Grouse Mountain. Es ist ein Erlebnis, mit der natürlich Swiss-Made Seilbahn den Berg hinaufzufahren. Von seinem Gipfel haben wir einen fantastischen Blick auf Vancouver sowie den 100 Kilometer entfernten Mount Baker. Im Maritimmuseum ist das legendäre Schiff St. Roach zu besichtigen. Der kurze Zweimastschoner ist eine historische Gedenkstätte. Es war das erste Schiff, das die Nordwestpassage, die durch das Nordpolarmeer führende Route, in beiden Richtungen durchfuhr und zweimal im Eis stecken blieb. Die Hinreise dauerte 28 Monate, die Rückreise nur 86 Tage. Als das Schiff 1950 von Vancouver nach Halifax fuhr, benutzte es den Panamakanal und wurde somit das erste Schiff, das Nordamerika umschifft hat. Nachdem ich Durchen nach Hause gebracht habe, mache ich noch einen Halt unter der Lions Gate Bridge. Ein schönes Abendrot ist der gebührende Abschluss eines ebenso schönen Tages. Jetzt, am letzten Abend in Nordamerika, lasse ich mir Zeit und genieße die friedliche Stimmung am Wasser. Ich lasse mir durch den Kopf gehen, was ich alles auf dieser Reise gesehen habe und kann damit zufrieden sein. Der Rückflug ist am späten Abend und so habe ich noch einen ganzen Tag in Downtown Vancouver vor mir. Ich bummele durch die Straßen und kaufe mir eine neue Fototasche. Anschließend gehe ich zum unterirdischen Harbor Center mit seinem riesigen Komplex aus Boutiquen und Geschäften und zum überirdischen Sears Tower. Die Außenaufzüge faszinieren mich und ich fahre mit ihnen nach oben zum Observation Deck. Von der Straße aus geht's schnell nach oben und in der kurzen Fahrt breitet sich Vancouver unter mir aus. Zuerst ist es noch flach, aber dann kommen immer mehr Wolkenkratzer in mein Blickfeld. Das will ich mir doch etwas länger anschauen und gehe zur Aussichtsplattform. Vom Observation Deck aus kann ich die ganze Stadt und den Stanley Park überblicken. Ich sehe von hier oben auch sehr schön, dass die Stadt, die nach dem englischen Kapitän George Vancouver benannt wurde, in einem Fjord liegt. Der Seabus, die 12 Minuten und 3 Kilometer Wasserverbindung nach Nord-Vancouver, liegt gerade ab. Das erinnert mich daran, dass ich damit noch nicht gefahren bin und setze das in die Tat um. Der Seabus ist eine wichtige Verbindungsmöglichkeit des Berufsverkehrs. Es ist preiswert und schnell und die Pendler müssen nicht mit dem Auto in die Großstadt. Ich fahre einmal hin und zurück und erfreue mich an der jetzt vor mir liegenden Skyline.
Die Innenstadt hat mich wieder und ich sehe mich noch etwas um. Das Hotel Vancouver als Wahrzeichen der Stadt ist immer ein Blickfang. Die markante Färbung macht es unübersehbar. Rundherum sind dann die modernen Hochhäuser mit ihren Glasfassaden. Und die müssen oft geputzt werden, damit sich das Hotel darin spiegelt. Die Georgia Street, die Robsonstraße, die wegen der internationalen Atmosphäre so genannt wird, und weitere Straßen von Downtown Vancouver sind an der Reihe. Hier an der Robsonstraße gibt es auch ein Schnitzelhaus. Ein Muss ist der Besuch der Hudson's Bay Company. The Bay wurde am 24. Mai 1670 als Pelzhandelsmonopol gegründet und ist heute eine riesige Kaufhauskette. Man hat sich also gemausert. In Vancouver gibt es noch sehr viel zu sehen, aber auch außerhalb der größten Stadt British Columbias, zum Beispiel auf Vancouver Island mit der Hauptstadt Victoria. Und ich nehme mir vor, diese schöne Stadt wieder zu besuchen. Dann gibt's Stress, denn ich muss schnell ins Hotel, ziehe mich noch flugs um und mache eine sogenannte Katzenwäsche. Der Koffer wird verschlossen und mit dem Hustlebus fahre ich zum Flughafen. Die Sonne geht wie auf Bestellung gerade unter und wir fliegen pünktlich ab.